Jo, moin Leute. Fishing with Tobi wieder hier am Start. Ich habe ein bisschen neue Ausrüstung am Start, was Mikrofons angeht. Die Audioqualität sollte also deutlich besser sein. Ich stehe jetzt hier in Baden-Bostel am Mühlenkolk der Aschau. Das Wetter ist heute wirklich Bombe, zumindest noch. Es soll um 17 Uhr anfangen zu regnen. Und bis dahin möchte ich mal probieren, hier am Kolk vielleicht ein paar Weißfische, Forellen zu fangen. Mal gucken, was passiert. Ich würde euch gerne auf diese Reise mitnehmen. Diese neue Ausrüstung, ich muss mich damit auch erstmal wieder einleben. Das heißt, ich habe jetzt hier um die Kamera habe ich jetzt einen Media Mount. Ich habe links dran tatsächlich ein Übertragungsding, wo von hier mein Ton auf das Gerät übertragen wird und dann aufgezeichnet wird. Die Audioqualität ist 10.000 Mal besser als bei der GoPro selbst, denn so gut die GoPro als Videosystem ist, denn das ist sie wirklich, so schlecht ist sie, was ihre Audioqualität angeht. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns dann am Fluss. Ich baue gleich auf, ich hole die Sachen raus und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind jetzt hier an der Angelstelle angekommen. Ich habe jetzt hier eben einmal kurz den Rundumflug gezeigt. Wir sind hier also, wie man im Hintergrund auch hören wird, vermutlich direkt an einem Kolk. Hier sind regelmäßig Forellen, Barsche, Karpfen, Rotaugen, Rotfedern etc. vorzufinden. Sogar Karauschen schwimmen hier manchmal. Das große Ding ist jetzt nehme ich mal nur mit dem Frontmikrofon auf, einfach damit ich mal einen Vergleich habe zu dem Sound im Auto, den ich sonst habe. Mit dem externen Mikrofon, ich habe es jetzt auch dabei, aber wir testen das jetzt einfach mal so aus. Ich will jetzt kurz eben einmal meinen Aufbau zeigen, wie ich das hier Ganze mache. Und dann legen wir los mit dem Angeln. Es ist heute wirklich einfachste Angelei mit dem Wurm auf Grund. In der Hoffnung, dass bei dem wunderschönen Wetter jetzt in den nächsten 2-3 Stunden irgendwie was beißt. So, was ich jetzt zuallererst gemacht habe, ist erstmal den Kescher aufgebaut. Das ist das Wichtigste. Manchmal hat man das schon, gerade wenn man mit mehreren Ruten angelt, dass schon gleich im ersten Moment auf irgendeiner von den Ruten einen Fisch beißt. Und wenn ich dann noch dabei bin, die andere Rute aufzubauen und plötzlich einen Fisch, dann hat man wirklich ja, Probleme. Denn wie soll man den einen Kescher noch aufgebaut bekommen, ohne dabei irgendwie den Fisch zu verlieren oder den Fisch unnötig lange an seinem Haken hängen zu lassen. Ich baue jetzt hier auf. Jetzt eine Teleroute, die Walzer Tele Outpicker Trotter Italia. Die hatte mal zwei Spitzen, ich habe nur noch eine. Aber gerade für so einen schnellen Ansitz, hier mal an dieser Stelle, hole ich immer noch ganz gern rauf, denn die hat eine sehr, sehr feine Bissanzeige oben in der Spitze. Das werdet ihr jetzt leider nicht sehen können. Dadurch sieht man wirklich jeden kleinsten Zupfer. Also damit kannst du einen. Auf 30 Meter Entfernung sehe ich, dass da ein kleines Rotauge versucht, einen Wurm abzuziehen. Insofern sollte das hier auch ohne Probleme funktionieren. Einfaches Dreibein aufgebaut. Ich starte jetzt gerade mal. Ich wusche mir hier mal eben so ein Birnenblei raus. Mehr als 20 Gramm brauche ich gar nicht. Aber ich angle hier, ja, in einer Position, wo auch diese 20 Gramm im Zweifelsfall auf jeden Fall liegen bleiben. Ich angle hier vorne ein bisschen dann im Kehrwasser. Das kann ich euch gerade mal zeigen. Hier vorne strömt also das Wasser runter und sprudelt dann hier quer einmal ein in dem Kolk, was man hier vorne sieht. Und da vorne, wo sich diese weißen Blasen, dieser weiße Schaum bildet, da werde ich nachher meinen Köder, meinen Blei positionieren. Dann sollte das soweit funktionieren.
Skirennen, denke ich mal. Ich gucke jetzt hier gerade mal, was ich jetzt hier für Haken nehme. Ich habe hier jetzt eine Schmalzer Tactics Gold Edition 4300 dran mit einer 25er Schnur. Auf die Art und Weise kann ich im Zweifelsfall auch noch etwas größere Fische ausgrillen mit der 3000er Rolle, wenn es sein muss, was ich nicht denke. Aber man weiß ja nie, wie das Ganze kommt. Als Vorfach benutze ich jetzt hier, da läuft das schon raus, 0,22er Mono, 8er Haken. Da kommen dann gleich zwei Würmer drauf. Und dann schränke ich mal die Geschichte da rein. Ich werde hier wohl noch ein paar mehr Videos machen. Denn spätestens im Hochsommer, wenn die Barsche hier reinziehen zum Laichen, ist hier alles voll mit Fisch. Die Barsche kommen auch hier hochgeschwommen tatsächlich. Und die sitzen dann auch hier im Wasser drin, warten hier auf Beute, legen hier auch tatsächlich Eier. Es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass man auch mal einen Barsch erwischt, der, naja, ich will nicht sagen an die 30 cm, aber zumindest ohne große Umstände mal die 25 bis 28 cm voll macht. Das ist also auch die Größe an Fisch, wo ich dann persönlich schon drüber nachdenke, viele andere sicherlich auch, ob man ihn nicht mal mitnimmt nach Hause zum Essen. Jetzt machen wir kurz hier nochmal eben die Hände ausraden. Dann schnalle ich mir die Kamera gleich mal hier auf meine Brust. Und dann wollen wir mal an. So, dann habe ich jetzt mal auf das Rückmikrofon von dem MediaMod gestellt. Dann kann ich euch eben noch mal ganz kurz die Montage noch mal näher bringen. Also wir haben hier wirklich schlicht und ergreifend einfach einen Durchlauf-Rig, einen Achterhaken mit zwei Würmern dran. Den lupfen wir da jetzt mal gleich in die Mitte rein. Jetzt kann man das vielleicht sogar noch mal ein bisschen besser sehen, was ich vorhin beschrieben habe. Hier vorne in dem Bereich ist dieses Kehrwasser. Da vorne in der Frontalströmung, da ziehen die Forellen immer hoch. Wir versuchen dann hier rechts den Kolk hochzukommen. Und in dieser Kreuzströmung, da ist häufiger mal ein Fisch zu finden. Deshalb legen wir da jetzt einfach mal die Rute ab. Ganz schlicht und ergreifend hier auf das Dreibein. Und dann warten wir jetzt mal auf den Biss. So, jetzt sitze ich hier schon ein paar Momente. Es hat sich noch nicht viel getan. Die Rute steht immer noch schön hoch oben. Wir warten hier auf den Biss. Normalerweise, also im Sommer, ist hier bald im Viertelstundentakt, hat man hier Fische an der Schnur. Egal wie man angelt, ob man jetzt mit Brot, Wurm, Made, Kunstköder oder sowas angelt. Kann auch sein, dass es den Fischen vielleicht ein bisschen frisch ist. Wobei mich das ziemlich wundern würde, um ehrlich zu sein. Denn mittlerweile steht das Licht doch schon eine ganze gute Weile hier drauf. Und die Sauerstoff ist hier auch drin. Forellen sieht man hier auch unter der Woche immer springen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich den Köder noch ein Stückchen weiter vielleicht mal in die Strömung reinwerfe und ein bisschen runtertreiben lasse, um da ihn liegen zu lassen. Ob da was passiert. Da ist aber nichts hängen geblieben, leider. Ich werde jetzt mal den Köder stumpf einfach mal mehr in die Strömung legen. Der kommt da jetzt genau an der Kante zum Kehrwasser zum Liegen. Genau da vorne, wo hier diese weißen Blasen sich im Kreis drehen, liegt er jetzt mittendrin. Normalerweise ist das eine sichere Ablagestelle, wenn man nochmal einen Fisch erwischen will. Aber es ist Frühling, ne? Da ist das alles noch nicht ganz einfach. Tja, also der erste Biss eben war so absolut gar nichts. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch ein Stückchen weiter rausgeworfen. Ein bisschen mehr Richtung Strömungskante. Ob vielleicht eher da noch was rumhängt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt das Blei da auch ruhig. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht ein bisschen mehr abgetrieben wird.
der Wasserstand ist auch noch ein bisschen hoch im Fluss tatsächlich. Normalerweise ist es hier noch mal ein gutes Stückchen niedriger. Aber was soll man sagen, ne? Bei dem Wetter will ich mich gar nicht beschweren. Es ist schlicht und ergreifend einfach wunderbares Wetter, einfach um draußen zu sein. Und wenn ich jetzt bei dem Wetter noch belohnt werden würde mit einer Forelle, dann wäre das natürlich monströs genial. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Denn machen wir uns nichts vor, die meisten Angler fangen nicht immer was, wenn sie draußen sind. Und wenn, dann sind sie meistens an irgendwelchen Gewässern, die übermäßig besetzt sind, irgendwelchen Privatteichen, die privat bewirtschaftet werden. Und das zählt doch nicht wirklich, oder? Boah, geht doch! Bachforelle Nummer 1. Bachforelle Nummer 1. So, das war jetzt die erste Forelle für 2021. Aufgrund ganz einfach mit einem Wurm gefangen. Natürlich 26 cm, das ist 2 cm unter dem Mindestmaß, das wir hier in der Aschau haben. Das heißt, der Fisch ist wieder zurückgegangen. Den Haken habe ich losbekommen, das Vorfach habe ich danach ausgetauscht, denn das war kaputt gerieben. Der Fisch schwimmt jetzt weiter, so wie es sein soll. Hat nicht geblutet großartig, der sollte sich eigentlich davon wieder erholen. Und die Fische könnten ruhig ein Ticken größer sein. Ich hätte nichts dagegen, auch mal irgendwas mit nach Hause zu nehmen. Aber was will man machen? Die Regeln sind die Regeln. Der Fisch war nicht tot beim Drill, der war noch lebensfähig. Insofern zurück ins Wasser, wo er hingehört. Und dann müssen wir weitermachen, gucken, was noch passiert. Vielleicht kommt noch ein zweiter. Ansonsten immerhin nicht Schneider. Das ist besser.